Herzlich willkommen zurück, Part 2. Wir wollen noch nicht nach Aktivitäten scannen. Doch, weil wir noch nicht ins Lagezentrum können. Gut, dann gehen wir mal scannen. Und es gibt schon die erste Entführung. Ah! Aber Karima ist wieder zurück. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Gut, wir haben die Auswahl zwischen London, Mumbai und Alexandria. Alle drei Schauplätze haben keine Panik noch wirklich. Es sind mäßig bis leichte Einsätze und es gibt Ingenieure, Wissenschaftler und Geld. Ich hätte mal gesagt, wir gehen mal am Anfang auf die Wissenschaftler, damit wir schneller forschen können. Aber bevor wir losstarten, gehen wir mal in die Kaserne. Und sollte nicht unsere... Ah, ja, da ist sie. So, unser schwerer Soldat, den werden wir mal individualisieren. Oui, Commandant. Yes, Commander. Si, Commandante. Da, Commandier. Takist. Avance à la position. Affirmativ. Okay. Lassen wir einfach. Verstanden, alle Commander. Auf ist die einfachste Möglichkeit. Den Herrn nennen wir Helmut. Die Nachnamen lasse ich aber gleich. Rüstung ist 3 und wir werden unsere Soldaten nach Typ einfärben. Das heißt, die Schweren kriegen jetzt mal die weiße Farbe. Dann haben wir einen Scharfschützen. Den nennen wir Robert. Scharfschützen haben normalerweise etwas leichtere Rüstungen. Ich hätte gesagt, da lassen wir die 1er. Und als Farbe hätte ich gedacht, ein schönes Rot. Warum nicht? Unterstützungssoldat. Den nennen wir Bernd. Interessant werden dann die Spitznamen. Ein Unterstützer kriegt aber etwas mehr Rüstung. Zumindest nach dem Aussehen. Und ein Sani wird grün. Perfekt. So. Gebaut haben wir alles, was wir können, nämlich das Medkit für unseren Unterstützer. Das heißt, wir werden die Entführung angehen. Wir haben ja schon gesagt, wir gehen nach Indien wegen der Wissenschaftler. Und los geht's. Gut, das Team ist das gleiche wie vorhin. Schwerer Soldat, Unterstützer, Sniper. Aber unser Unterstützer kriegt gleich mal das Medkit. Perfekt. Und wir starten den Einsatz. Transporter ist eingetroffen. Dann nichts wie los. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Sie alle gegnerischen Ziele ausfinden und sichern sie Meldkanister. Entführung durch Außerirdische im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort. Ich frage mich gerade, wen wollen die entführen? Ja, Logik der Aliens muss ich jetzt nicht verstehen. Das sieht mir auf jeden Fall nach einer interessanten Map aus. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gut. Wir werden auch hier nicht allzu offensiv spielen, hätte ich gesagt. Das heißt, unser Sniper geht mal hier drauf, ganz vorsichtig. Feind in Sicht. Sieht schon jemanden. Und die verkrümmeln sich auch gleich direkt. Ist etwas höher, aber wir können nicht feuern, weil wir uns bewegt haben. Das heißt, wir können auch nicht feldpo
Posten, schön. Dann mal zu den anderen. In Bewegung. Sieht einen mit 55%. Wir riskieren's. Treffer erledigt. Sehr schön, Mädels, sehr schön. So lobe ich mir das. Dann haben wir unseren schweren. Nö, unseren Unterstützer. Ich merke mir schon selbst die Farben nicht, ich bin ja gigantisch. Wir werden aber zuerst mit Helmut. Der kann auch nicht so weit. Okay, drücke aus. Geht mal da rein. Und Robert geht. Robert steht da oben. Bernd geht. Wohin? Bewegung! Das soll sofort von unserem Sniper Robert etwas ablenken. Der kann nichts mehr. Nein, der kann nichts mehr tun. Also, zurück. Sie verlieren an Boden! Und vor lauter Angst ziehen sie sich gleich mal zurück. Und ganz aus dem Weg. Okay. Wir haben ein Meld geortet und zwar hier herüben. Das heißt. Karima. Jawohl, Sir! Helmut. Aha, das ist da unten. Und eines ist hier. Das heißt Helmut schon. Packen wir es an! Alien-Objekt in Sicht! Gehst mal auf Feldposten, falls hier irgendwer was Doofes vorhat. Und im Laufschritt! Alien-Objekt in Sicht! So, und wir sind wieder dran. Das heißt. Oh shit. Ich verliere den Meldcontainer, weil ich nicht rankomme. Nein! Oh shit. Das kann man nämlich keiner so nah ran, dass er den auslösen könnte. Nein, Move. Das heißt. Auf dem Weg! Hier runter. Er hat jetzt kurzfristig den Alien gesehen, sieht ihn jetzt auch, aber kann im Moment nichts mehr machen, also geht's. So. Eigentlich würde Nabil den Kiefer. Okay. X-Ray neutralisiert. Ich probiere. Ziel bestätigt. Falls jemand auftauchen sollte, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. So, das eine Meld ist weg. Moment geht davor. Und geht in Deckung. Unterwegs. Geht hier auf Feldposten. Und Helmut. Bin schon da. Geht hier. Position haben. Oh. Hört ihr das? Wie interessant. Kommt Robert da
darauf. Nein. Tut er nicht. Das heißt, er geht. Rücke vor! Du schnappst. Verstanden, Commander! Wurde gesichert! Geschön und gehst drauf. Nabil lädt mal nach. Kann weitergehen! Auf dem Weg! Und schaut mal, ob ihr hier irgendwo die Aliens findet. Moment mal, das heißt, ihr geht auf Feldposten. Gut, unseren Sniper lassen wir jetzt erstmal stehen. Helmut, fass dich mal ein Stückchen vor. Bin unterwegs! Schon da! Ich mach mich auf. Da ist noch immer niemand zu Hause. Das heißt, du gehst in Deckung. Still jetzt! Hört mal! Feind in Sicht! Ihr könnt fliehen, aber ihr könnt nicht entkommen. 54% mit dem Sniper, ich bin begeistert, dann erhöhen wir wenigstens die Crit. Mal sehen, ob er was trifft. Holja! Weg ist er! Du, besser ist dead. So, du gehst... Bin unterwegs! Sollte der Alien irgendwie auf blöde Ideen. Drücke aus! So, auch du gehst auf. Und Helmut geht mal. In Bewegung! Ich würde mal sagen, jetzt kann man nicht mehr viel tun, außer sterben. Ziel verfehlt! Ja. Und Bernd haut mal eindeutig daneben und kriegt dafür eine Retourkutsche. Mir geht's gut! Aber man bleibt sich nicht schuldig, man ist ja nicht so. So. Helmut! Auf dem Weg! Du hast noch keinen Kill in dieser Runde. Probier das mal. Und tschüss! Mission erfüllt! Und das war's für die Mission! Wir haben zumindest einen Melt-Container und wir haben alle Aliens gekillt und niemanden verloren. Das würde ich mal als erfolgreiche Mission bezeichnen. Commander ins Lagezentrum. Commander ins Lagezentrum. Wir sind noch nicht mehr benannt, man will schon wieder was von mir. Hervorragend. Unsere Soldaten sind nicht nur wohlbehalten zurückgekehrt, sie haben auch Meld erbeutet, mit dem wir unsere Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben und neue Technologien entwickeln können. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als erste in den Kampf und zieht als letzte ab. So, das ist sehr schön. Jetzt haben wir auch die Klasse Sturm. Und wir dürfen das Stadtkampfabzeichen vergeben. Das werden wir gleich machen. Commander ins Lagezentrum. Commander ins Lagezentrum. Wir können Labore bauen. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundbonus plus 10% Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkt angrenzende Labor. Benutze die Option Einrichtung bauen, bla bla, das kennen wir. Wir haben den Einsatz erfolgreich beendet. Wir kriegen 4 Wissenschaftler, aber die Panik in ganz Afrika und ganz Europa macht sich. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Commander, Sie können unsere Soldaten jetzt auszeichnen, indem Sie ihnen nach eigenem Ermessen Medaillen für ihre Verdienste verleihen. Medaillen können Sie in der Kaserne durchsehen und verleihen. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. So, wir haben momentan Ägypten und Großbritannien. Großbritannien bringt uns mehr. Allerdings werden wir dann
Von hier aus können Sie unsere Abfangjäger zu verschiedenen Basen in der ganzen Welt schicken. Jedoch erst, wenn Satellitenabdeckung für die entsprechende Region besteht. Durch die Stationierung unserer Flotte auf verschiedenen Kontinenten erhöht sich die Chance, UFO-Kontakte in diesen Gebieten abzufangen. So, das heißt, wir kriegen jetzt monatlich 120 Dollar mehr und zwei Wissenschaftler auf. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal zu den Orden. Stadtkampfabzeichen und wir dürfen dem eine Kraft zuweisen. Plus 5 Verteidigung in Deckung, plus 5 Zielgenauigkeit gegen Feinde in voller Deckung. Wir nehmen die Verteidigung. Perfekt. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder 16 Minuten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's wieder weiter, wenn es wieder heißt XCOM Enemy Within.